Und damit willkommen zu Star Wars Empire at War. Und zwar dem allerersten, Spiel sozusagen. Kein Mod, keine Erweiterung, das Original, der in den 2000ern rauskam, und zwar, ja, so wie man es kannte. Noch schön klein und fein, aber schon damals, ja, noch mehr Begeisterung ausgelöst hat, weil es einfach was Neues war und wirklich eine gute Qualität. Ein gutes, großartiges Strategiespiel. Und ja, ich dachte mir, um so ein bisschen zurückzugucken, wie es war, bevor den ganzen Mods und allem, schauen wir uns das einfach mal an und spielen einfach mal so ein Hündchen. Aber das wird ja nicht jetzt irgendwie so, dass wir die Kampagne so spielen, sondern einfach ein bisschen, ja, vielleicht machen wir die Kampagne, ich habe keine Ahnung, aber mal so ein Gefecht probieren, im Weltraum, wäre schon nicht schlecht. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Das sieht doch schon mal gut aus. Britannia im Blutrausch. Wir spielen einfach mal die Rebellen. Weil das Imperium spielt sonst immer. Und das ist ja dann einfach, nicht mehr so spannend. So, machen wir das so. Und natürlich alle Gegner vernichten. Los geht's. Wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. So sah es noch original aus hier mit der Schaltfläche und alles. Und hier. Ach ja. Alles noch. Aufrüstung läuft. Klein und fein. Geschwader hier. So. In Bereitschaft. Asteroiden voraus. Bugschilde verdoppeln. Zum Spielprinzip, wer es wissen möchte, ich habe eine Playlist mit Star Wars Empire at War Forge of Corruption. Dort habe ich das gespielt. Ne, alle Parteien auf dem Boden im Weltraum durchgespielt, dass man alle mal gesehen hat. Das heißt, Imperium, Rebellen und das Konsortium habe ich in allen Bereichen einmal halt durchgespielt. Das heißt, Asteroiden voraus, Bugschilde verdoppeln, bereit für Befehle. Das heißt, es habe auf jeden Fall, da habe ich auch alles gezeigt und da erfährt man vieles. Melde mich wie befohlen. So, hier war noch alles mit dem Geld ein bisschen anders, nicht so. Hier war alles noch ein bisschen kleiner und feiner. Erwarte Befehle. Kann man wirklich so sagen. Asteroiden voraus. Bugschilde verdoppeln. Asteroiden voraus. Bugschilde verdoppeln. So, hier haben wir auch gleich so eine Station. Ja, es ist ja wunderbar. Können wir uns gleich verteidigen? Müssen wir mal. Ihr habt mich gerufen, Sir. Konstruktion. Gegnerische Truppen voraus. Aufbau läuft. Aufbau beginnt. Roger, bestätigt. Information. Erwarte Befehle. Asteroiden voraus. So. Bugschilde verdoppeln. Mal gucken, ob wir den Gürtel hier einnehmen können. Oder diesen. Die zwei zumindest erstmal. Da kriegen wir, glaube ich, genug Kohle. Verstanden, wir greifen an. So, die Piraten können uns auch noch helfen, beziehungsweise die Anlaufstation. Das ist ja eine piratische Handelsumlauf, genau. Ja, unsere wurde auch aufgerüstet. Station bereit. Genau, wir haben jetzt hier die Bomber, diese, genau, Nebel- und W-Fregatten und so weiter. Da war gerade eins. Hab verstanden. Das ist jetzt uns. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Da bleiben wir mal. Westflügel in Angriffsposition. Okay. Raumstation wird angegriffen. Aufrüstung läuft. Bla, gut, die bleiben da, das ist schon mal gut. Und wir gewinnen diesen ganzen Gürtel hier, das ist schon mal gut. Jawohl, Commander. Ziel bestätigt. So gut wie vernichtet. Oha. Wo ist eigentlich die feindliche Basis? Wahrscheinlich hier.
Oder hier? Ne, hier. Hier wird sie wahrscheinlich sein, wenn, weil hier kommen Schüsse. Oh, ja, 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 komm. Irgendwo hier ist sie. Hinterher jetzt mal hier, macht die mal platt, diese Schweine. So, machen wir ein paar Piratenschiffe. Ich nutze mal gerne andere noch, so also ein bisschen als Verteidigungslinie, weil die dann. So. Koordinaten empfangen. Das ist doch schon mal. Jawohl. So muss das sein. Auf die Schnauze. Ah, so sieht es doch schon gleich viel besser aus. So helfen uns die Piraten. Ja, die Helden halten auch nicht viel aus, aber die können schon Schaden machen. Oh oh. Und. Boom. Zerstört. Er ist aber gerade explodiert, also. Ja, du bleibst einfach mal hier. Ey, was ist denn hier los? Brauchen wir schon aufhören, so wunderbar, dann können wir erstmal hier davon welche. Aufrüstung läuft, Aufrüstung läuft, Aufrüstung läuft. Fahrzeug wird produziert. Mal drei Nebel- und B-Fregatten. Komm mal ein bisschen schneller hier. So muss das sein. Eine Frechheit. So, ihr Schwicht. Ja, hier, hier, hier. Zielt auf den Antrieb. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Wir setzen uns in Bewegung. 710 hier. Bereiten Angriff vor. So. Wumms. Zerstört. Ja, wir sind ja wissen. Wo ist denn der? Ja, hier. Yeah. Jetzt müssen wir hier aufrüsten. Verdammt, das haben wir auch eben. Wir müssen auch aufrüsten. Ah, zwei Piraten. Ja, das sieht man. Die Rebellen sind schwächer. Das finde ich eine Unverschämtheit. Ja? Naja, gut, die Chance ist auch nicht. Und Wumms. Jango Fett ist erneut gestorben. Wumms.
Ionenkanone, das bringt ja etwas bei Truppen. So, die Station sieht aber nicht so, unsere sieht, glaube ich, besser aus. Ja, jetzt kommen wir nochmal der Sache näher. Hier, zack. Aber nachher kommen die mit welchen großen Dingern. Na, schauen wir mal, was so los ist hier. Sieht alles ruhig aus, da. Hier Sturmfregatte. Wunderbar. Ah, Django Fett ist wieder da. Habe Befehle erhalten. Da ist nicht so viel los, ne? Hier Sturmfregatte. Unsere Raumstation wird angegriffen. Oh, jetzt kommt der Angriff. Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Leitet die volle Energie in den Schildgenerator. Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Entfernt den Schildgenerator. Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Entfernt den Schildgenerator. Maximales Wirkungsfeuer. Schildgenerator zerstören sofort hier. Yeah, boy, jetzt geht's los hier. Okay. Mit ein paar Tricks auf Lager geht das schon. Ja, so muss das aussehen. Erstmal auf die Erde machen. Wenn man schießen kann, dann ist auch Ruhe. Jetzt hier auch noch auf. Konzentriere die Feuerkraft. Zack, zack, zack. So. Ich denke, das hat sich gleich erledigt. Der Blick auf den Hangar. Die Station geht auseinander. Unsere Station sieht wunderbar aus, aber diese. Ja, die sehen halt so schön aus. Also mit dem Ding hier. Mit der Ionenkanone, die Schilder auslocken und dann einfach vollen Zugriff. Ja. Hier hätten wir noch Akmer Akbar nehmen können und alles, aber ich denke mal. So, die Flotte rückt vor. Ein Traum. Und wir haben nur, ja, eine verloren und diese zwei Piratendinger. Also gute Statistik und die haben zweimal Boba Fett verloren.
Gut, die haben jetzt auch nicht so viel gemacht, ne? Wir waren auch, also die haben jetzt nicht so viel an Truppen. Und der Computer hat ja auch nicht viel gemacht, ne? Der hat jetzt nicht so viele Megatruppen jetzt geholt. Also ist alles eigentlich relativ einfach. Nun denn, das war die erste Schlacht von Star Wars Empire at War. Ich denke, dann werden wir uns mal beim nächsten Mal noch was anschauen, ne? Also jetzt haben wir Rebellen gesehen in der Luft. Das Imperium brauchen wir denn nicht mehr sehen, verstehst du? Weil jetzt haben wir denn, dann sehen wir uns mal das Imperium auf dem Boden an. Und dann haben wir das auch mal angezockt. Und dann schauen wir, vielleicht mache ich dann die Kampagne oder sowas. Da hätten wir ja auch einiges an Möglichkeiten. Mal schauen, was er so machen soll. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Adios und mas. Sayonara. Bye, bye.